Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundeskanzlerin Merkel befürwortet den Kauf einer CD mit gestohlenen Kontodaten aus der Schweiz. Es müsse alles versucht werden, um an die Daten möglicher Steuerhinterzieher zu kommen, sagte sie in Berlin. Ein Informant verlangt dafür 2,5 Millionen Euro. Es wird geschätzt, dass der Staat nachträglich rund 100 Millionen Euro Steuern einnehmen könnte. Politiker und Datenschützer sind allerdings uneins, ob der Ankauf legitim ist. Die Schweiz kündigte bereits an, sie werde keine Amtshilfe leisten. Die Steuerdaten, die sich ein Informant in der Schweiz beschafft hat, könnten bald deutschen Steuerfahndern vorliegen. Gegenüber einem Ankauf gibt es im Finanzministerium und Kanzleramt keine Vorbehalte. Ich bin wie jeder vernünftige Mensch dafür, dass wir Steuerhinterziehung natürlich auch ahnden. Und zu diesem Zweck sollte alles versucht werden, um an diese Daten heranzukommen. Bereits 2008 waren Steuersünder wie der frühere Postchef Zumwinkel aufgeflogen, nachdem Deutschland von einem Informanten aus Liechtenstein brisante Bankunterlagen gekauft hatte. Die Regierung will nun so handeln wie damals. Diese Linie wird gewahrt, die bleibt. Das ist damals entschieden worden. Die gilt. Eine Regierung trifft auch nicht alle anderthalb Jahre neue Entscheidungen in so schwierigen Fragen. Schäuble sieht keine rechtlichen Probleme bei einem Datenkauf. Die Bundesländer müssten dem aber zustimmen. Bis zur Übergabe der Daten können Steuerflüchtlinge noch Selbstanzeige bei Finanzbehörden stellen. Von welchen Schweizer Banken die Daten stammen, bleibt unklar. Das Schweizer Finanzministerium will zwar keine Amtshilfe leisten, weil es sich um gestohlene Daten handelt. In Deutschland glaubt man aber, dass die Schweiz einlenken wird. Auch über Hausdurchsuchungen in Deutschland könnten Fahnder weitere Belege sammeln. Der Ankauf der Daten wäre eine Belastungsprobe der Beziehungen zur Schweiz. Dort heißt es im Finanzministerium, es müsse einem schon zu denken geben, wenn Deutschland gestohlene Daten kaufe. Dies hätte eine neue Qualität. Die Kontodaten kaufen oder nicht. Dazu bildet unsere Internetredaktion zwei gegensätzliche Argumentationen ab. Pro und Contra unter tagesschau.de.